So, da sind wir wieder. Britzel, Britzel. Ja, die Geräuschkulisse erinnert mich ein bisschen an Frankensteins Labor. Aber gut. Bereiten wir mal einen Feuerball vor und einen Blitzschlag. Und wollten wir nicht eigentlich zum blauen Kristall zurück? Ah, na gut. Hoffentlich kommen wir hier irgendwie durch den Raum durch und da zum blauen Kristall. Da ist die nervige Spinne. Au. Okay. Ah. Na, endlich. So, und jetzt gehst du einen nach rechts, richtig? Nein. Also ihre Bewegungsmuster sind nicht vorprogrammiert anscheinend. Ich glaube, sie weicht einfach nur immer den Blitzen und unserem Feuerball aus. Ah! Das wäre jetzt irgendwie richtig... Au! Okay, wann kann sie nicht ausweichen, wenn gerade die Platte neben ihr beschossen wird? Alter. Nein. Von einer Spinne ausgetrickst. Okay, Spinne 1, Gerugon 0. Sehen wir doch mal, ob wir das ändern können. Also ein Luftschild, ein Feuerball und... Nochmal ein Blitzstrahl. Jetzt machen wir das einfach flächendeckend. Wir machen hier jetzt gleich einen Blitzstrahl hin, gehen sofort nach rechts und schmeißen da einen Feuerball hin. Oder halt irgendwo anders, dass wir es über zwei Felder machen. Also wusch, wusch. Ha, einmal getroffen. Also, das scheint zu funktionieren. Es darf uns nur nicht das Mana ausgehen. So, wusch, wusch. Haha. Sauber. Jetzt haben wir nur keinen Mana mehr für den zweiten Zauberspruch. Aber mit etwas Glück kann ich das richtig timen, dass sie da einfach reinläuft. So, jetzt müsste es still sein. Gut. Den machen wir schon mal auf. Und hier würde ich, glaube ich, ganz gerne durch. Ja, genau. Hier würde ich gerne durch. Klick und nichts passiert. Solche Schalter liebe ich. Okay. War der Gang da schon? Ja, hier kamen wir her. Was ist mit der Tür? Wo führst du hin? Hm. Da ist noch ein Schalter. Das ist die vollkommen falsche Richtung. Wir würden eigentlich ungern ohne Gorn weitermachen. Also klar, mal so eine halbe Folge ohne ihn ist okay. Aber mehr wollte ich doch nicht ausfallen lassen. So, wir können einfach hier rum zum blauen Kristall. Das ist natürlich noch besser. Und warum können wir nicht hier oben nicht durch? Haben wir hier irgendwas übersehen? Nö, keinen offensichtlichen Schalter. Ja, auch komisch. Ist total sinnlos, die Tür, wenn man einfach hier durchgehen kann. Na gut, stellen wir nicht in Frage. Wir springen erstmal hier runter, sonst vergesse ich das später. Also wir nehmen mal die mittlere. Markieren die gar nicht großartig, sondern springen einfach runter, nachdem wir Feuerbälle und Blitzstrahlen vorbereitet haben. So. Juhu, essen. Jemand Hunger? Ja, er. Und er und er nicht wirklich. Noch mehr Essen, noch mehr Wurfäxte. Okay, alternativ zu den vier Dieben könnten wir auch... Also zu den zwei Nahkampfdieben und den vier Fernkampfdieben. Wir nehmen einfach vier Minotauren-Dieben, die jeweils zwei, drei Wurfäxte in der Hand haben. Und dann dürften die eigentlich alles one-hitten können. Das ist bestimmt auch eine lustige Party. Weil so viele Wurfäxte, wie wir bisher gefunden haben, das ist mehr als Shuriken und Ninja-Sterne und sowieso. Wieder ein stylisches Erdbeben
Und in der Zwischenzeit habe ich jede Wand einmal abgeguckt nach Schaltern. Aber hier unten ist nichts. Oh, Goromorgs Tempel Nummer 1. Da wird es bestimmt noch einen Tempel Nummer 2 geben. Hm? Oh, ich kann nicht nach rechts blättern. Schade. Aber dann werden wir wahrscheinlich auch gespoilert werden. Na, schon gut so. Ah, ich habe nicht nach oben geguckt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir, wenn wir hier runterspringen, woanders rauskommen. Na gut, markiere ich auch mal kurz. Spring hier nochmal runter. Guck nach oben. Ja, dann würden wir da rauskommen. Und eine Ebene weiter hoch. Das heißt, hier müsste es auch hochgehen und da auch hoch. Okay, also egal, wo wir hier runterspringen, wir kommen auf jeden Fall immer genau hier raus. Gut, gut. Das heißt, wir verpassen hier nichts, wenn wir irgendwo nicht runterspringen. Das heißt, wir können in Ruhe hier weiter erforschen. Ha. Huh. Ah, jetzt können wir die Blitze auslösen. Oh, und die Blitze werden immer, wie ich gedacht hatte, auf den beiden anderen ausgelöst. Also auf den beiden daneben liegenden. Oh, da waren wir zu schnell. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie schnell, wie viel Schaden wir damit machen können. So für den Fall, dass mal ein Ogre hier drin spawnt oder wir die irgendwie hier hinlocken können. Aber das war dann wohl zu viel getestet. Arm Magier. So, nee, ich will nicht wieder hoch. Ich wollte eigentlich weiter runter. Da war nämlich so eine goldene Schrift an der Wand. Genau hier. Denn es ist ja die Kammer des, naja, Zerstörers nicht, aber Zerlegers. Auch wenn Zerleger nicht sehr toll klingt. Die Kammer. Achtung, Diebe. Also, nee, Diebe nehmen Acht. Da ist eine Warnung an die Diebe, dass sie vorsichtig sein sollen. Tada, ein Secret. Die diese komischen Tentakelstatuen. Die Rasse kennt man wahrscheinlich auch aus Baldur's Gate. Obwohl die Stacheln auf dem Rücken ein bisschen irritieren. Aber gut. Ja. Vorsicht dem Dieb. Das speichern wir mal ab. Also irgendwas ganz Übles wird passieren. Das ist schon mal klar. Jetzt ist nur die Frage, was Übles. Ich denke mal, die Dinger werden hier anfangen, Feuer zu spucken. Und es gibt in diesem Raum keinen sicheren Platz. Das heißt, ich gucke vorher mal nach Schaltern. Die Fackel könnte ein Ausweg sein. Oder wir müssen irgendwas auf den Tisch legen. Da ist schon mal ein Schalter, den drücken wir noch nicht. Also ja, wir gehen jetzt hier hin, nehmen das Schwert, das auf dem Tisch liegt. Und warum knien die Mönche vor dem Berg? Das haben wir auch noch nicht gesehen. Ist hier noch irgendwas? Ein Zahnrad unterm Berg und ganz viele pilgernde Mönche? Die Details finde ich richtig cool. Dass man so ein bisschen auf die Hintergrundgeschichte schließen kann. Allein durch die Ornamentation. Das haben sie gut gemacht. So. Also ich nehme das Schwert, laufe zu dem Schalter, klicke den. Falls dadurch die Tür nicht wieder aufgeht, die garantiert zugehen wird, sobald ich das Schwert hochhebe, dann ziehen wir die Fackel aus der Halterung und wenn das nichts hilft, legen wir die Fackel, die wir gerade ausgezogen haben, da auf den Tisch als Gegengewicht. Wiegt zwar nicht gleich viel, aber meistens ist egal, was man rauflegt, Hauptsache man legt was rauf. So. Das lief doch super. Absolut super. Ja, gut, dass wir den Dieb in der Gruppe haben. So, was haben wir hier? Den Dismantler. Angriffskraft 27. Das ist schick. Da kann man echt nichts sagen. Nur kann leider von uns keiner Schwerter benutzen. Nö, null Punkte. Ja, das ist dann wohl noch eine Sache, die wir auf dem Treppenabsatz liegen lassen werden. Obwohl, das könnte auch gleichzeitig ein Questgegenstand sein. Na gut, erstmal wieder zurück zum blauen Kristall. Darum, darum. Und die Blitzschläge haben irgendwie mehr Schaden gemacht als sonst. Also als die anderen da. Oder ich habe mir das eingebildet, weil sie so schnell kamen. Aber gut, da ging es hoch, da ging es hoch.
Ach so, stimmt. Ja, in den Kommentaren stand, eigentlich sind die Treppen selbsterklärend, welche runter, welche hochgehen. Also die gehen alle hoch, weil von links nach rechts die Treppe halt hochgeht und die geht runter, weil von links nach rechts die Treppe halt runter geht. Macht Sinn. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Also, was haben wir noch in dieser Etage? Ich sehe so direkt nichts. Bestimmt noch irgendein Secret. Aber unsere Secret-Tour machen wir in ein paar Folgen. Da gehen wir dann wieder hoch bis zu Level... Ich glaube... wo war mein Stahlplattenpanzer? Da war mein Stahlplattenpanzer. Glaube ich zumindest. Also ja, den will ich unbedingt noch finden. Und unterwegs hatten wir auch noch ein paar andere Sachen vergessen. Die hole ich dann nach. Aber das machen wir erst in ein paar Folgen. Jetzt will ich erstmal gucken, was da weiter unten ist. Und haben wir noch einen Schlüssel über. Also er braucht erstmal mehr Platz. Das heißt, wir legen gleich vor die Treppe alles mögliche an Zeug. Ja, hierhin. Also, die brauchen wir nicht. Den Rest brauchen wir eigentlich. Das kannst du dem Alchemisten. Den Kuchen wir auf jeden Fall behalten. Die Lurker Boots auch. Das Leather Cap kann da bleiben. Der Dolch kann da bleiben. Die Schuriken nehme ich nochmal mit, falls wir doch mal nur Fernkampfwaffen benutzen können. Die Wurfdolche können aber hier bleiben. Das Feuerschwert ist eigentlich ganz praktisch, weil es eigentlich eine wandelnde Feuerbombe ist. Nur hat sie mehr Ladung. Also wir können noch 6-mal einen Feuerball schmeißen, der 80 bis 100 Schaden macht. Das heißt, die hätte ich schon ganz gerne dabei. Den Feuerpfeil verzaubere Zauber, den können wir da lassen. Essen nicht. Die Frostpfeile auch. Das war's dann schon mit Aussortieren. Das ist ein bisschen mau. Achso, die Notiz kann auch noch hier bleiben und die Blitzbombe kann zum Dieb. Den Dismantler nehmen wir mit, falls es ein Questgegenstand ist. Und wir brauchen ein paar neue Heiltränke. Wobei mir mal wieder auffällt, ich benutze die viel zu selten. So, du kriegst jetzt noch... Du hast schon zwei. Du kriegst noch einen zweiten. Du hast auch zwei und du hast nur einen. Das ist okay so. So, derart nicht vorbereitet. Doch, wir sind vorbereitet. Gehen wir mal runter. Ja, Goromox-Tempel 1 und ich habe Feuerelementare. Ich mag keine Feuerelementare. Was ist das für ein Laken? Und warum kann ich meine Kamera hier nicht drehen? Ah, okay. Ha, also wenn nicht hinter einem dieser Laken Secret ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, man kann sie kaputt machen. Noch besser. Kann man sie auch verbrennen? Nee, nachträglich wohl nicht. Okay, also die werden wir alle kaputt machen. Denn irgendwo dahinter ist garantiert ein Secret. Die sacken wir auch ein. Und jetzt gucken wir uns mal die Inschrift. Ich höre das Feuerelementar schon wieder. Das ist sowas von irritierend. Aber gut, wir können jederzeit hochfliehen. Also was steht hier? Tempeleingang. Ja, macht Sinn. Auch wenn die Wände leider immer noch genauso aussehen wie vor 4-5 Leveln. Okay, da war jetzt keine Fackel drin. Ich lasse jetzt einfach mal die da drin stecken, falls das irgendwas gemacht hat. Aber ich habe nichts gehört. Zack. Ah, da bist du ja. Kein Feuerball gegen dich. Gegen dich hilft nur das und das und das und das und weglaufen. Achso, ich wollte gucken, ob ein Feuerball das auch kaputt machen kann. Ja, kann es. Und wir haben ein Secret gefunden, ohne eine Nachricht zu bekommen. Da hätten sie auch was Tolleres hinpacken können als eine Scheibe Brot. Aber ja, wenn wir diesen respawnenden Essensraum nicht hätten, dann wäre es wahrscheinlich auch ein ganz schönes Secret. Denn wenn man Nahrungsmangel hat, gibt es nichts Tolleres als Essen. Heilige Schriften. Und in dem Raum mit den heiligen Schriften haben sie ein Feuerelementar eingesperrt. Willst du mich veräppeln? Das sind schon komische Mönche. Aber gut, wir speichern erstmal ab.
LP 063? Ja, ich, nee, 64. So, und wir sehen uns gleich wieder.